Hallo zusammen, heute mal richtig fröhlich, beziehungsweise schon voll in Urlaubslaune, obwohl für uns der Urlaub ja noch weit, weit weg ist. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, die ersten Flieger sind schon wieder los mit Touristen, die ersten Urlauber weilen jetzt auf Malle und genießen wahrscheinlich Sonne, während hier schon wieder grau und regnerisch ist. Ja, es geht einfach wieder los und für mich ist das wirklich so eine Herzensangelegenheit, dass wieder so langsam das Reisen, das Fliegen möglich ist. In diesem Zuge sind aber natürlich jetzt auch wieder ganz viele Diskussionen entfacht. Einmal, ob man überhaupt reisen muss wegen Corona, ne, zu Corona-Zeiten und so. Aber auch wieder dieses Dauerthema, sage ich mal, was uns auch ganz oft begegnet, dieses: Ja, warum muss man denn immer wegfliegen, ne? Hier in Deutschland ist doch auch schön. Man kann auch genauso gut hier Urlaub machen. Ja, und mein Mann und ich, wir sehen das komplett anders. Vorab, ja, natürlich, Deutschland hat schöne Ecken, gar keine Frage. Wir machen gern mal einen Kurztrip irgendwo, Städtetrip, fahren mal einen Tag an die Nordsee oder Ostsee. Wir haben Freunde in Bayern. Wir waren letztes Jahr bei einer Freundin noch im Allgäu, was wunderschön war. Das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber für meinen Mann und mich kommt zumindest der Haupturlaub im Jahr, also der Jahresurlaub, never ever in Deutschland in Frage. Also wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund jetzt am Ende des Jahres doch nirgendwo hin können, weil sich irgendwas wieder ganz anders entwickelt oder so, was wir alle nicht hoffen, dann fällt der Urlaub für uns dieses Jahr ganz aus. In Deutschland werden wir keinen Urlaub buchen und ich habe jetzt einfach mal so meine oder unsere Hauptgründe zusammengefasst und möchte euch einfach mal sagen, warum ich das so sehe und wie der Vergleich so ist. Ja, klingt vielleicht wirklich komisch, ist aber so. Uns ist Deutschland dann einfach doch zu deutsch für den Urlaub. Ich möchte ja gerne was ganz anderes erleben und was wir auch so empfinden, ist, dass die Deutschen oder ein großer Teil der Deutschen, natürlich nicht alle, wir selber machen das im Urlaub, sind wir relativ relaxed. Aber wir haben so das Gefühl, dass gerade die Deutschen im Urlaub sehr schnell nörgeln, sehr viel nörgeln, kriegen das auch in manchen Gruppen und so weiter dann mit und wegen Kleinigkeiten wird sich dann aufgeregt, was auch immer. Es mag sein, dass es in anderen Ländern gar nichts anders ist. Wahrscheinlich futtern die Italiener, die Franzosen, die Spanier, wer auch immer, genauso viel darüber rum. Und da sind genauso viele, die dann sagen, das Bett war aber zu hart und gerade der Käse hat nicht geschmeckt und die Nudeln waren nicht al dente genug und. Nur, wenn ich in einem fremden Land bin, dessen Sprache nicht meine Muttersprache ist, kriege ich das nicht mit. Selbst da, wo Englisch gesprochen wird, ich meine, ich kann Englisch relativ gut, ich kann mich gut verständigen, wenn ich möchte, ne? Und ich könnte auch einem Gespräch folgen, wenn ich gut zuhöre und für mich im Kopf übersetze, so, aber wenn da sich irgendwelche Leute unterhalten, selbst auf Englisch, nehme ich davon keine Wortfetzen in dem Sinne groß auf, weil ich sie erst noch übersetzen müsste. Im Deutschen habe ich sofort Wortfetzen, dann hört man automatisch zu, selbst wenn man es vielleicht gar nicht will. Und dann muss ich mich darüber mitärgern. Aber dann denke ich mir so, warum nörgeln die denn jetzt schon wieder? Oder es geht um irgendwelche Katastrophenthemen oder was weiß ich, irgendwas, wo ich denke, nee, das möchte ich jetzt im Urlaub gar nicht haben. Es muss ja nicht mal bös gemeint sein, jeder hat ja das Recht dazu, auch ich rede mal mit meinem Mann über Dinge und das könnte den anderen wahrscheinlich auch stören. Aber es ist halt Fakt, wenn ich in Deutschland bin, wo ich die Sprache nun mal spreche, kriege ich solche Dinge mehr mit und das geballt würde mir einfach dann irgendwann auf die Stimmung schlagen und mich nerven. Dann ist es einfach ganz einfach so auch ein Grund mit, warum wir dann eben zum Beispiel auch keine deutsche Reederei nehmen würden, wenn wir Kreuzfahrten machen. Wir fahren ja vorwiegend Royal Caribbean, aber auch andere internationale Reedereien. AIDA und TUI käme für uns so für den Haupturlaub nicht in Frage. Bei TUI sind wir ganz gespannt, die sagen ja, dass die jetzt vielleicht mit so einer Kurzkreuzfahrt nur an deutschen Häfen hier innerhalb von Deutschland oder so mal starten wollen. Da haben wir gesagt, okay, wenn da ein ganz, ganz tolles Angebot ist, vielleicht einfach um mal wieder Schiffsgefühl zu haben und vielleicht auch mal um TUI selber zu erleben, gerade so in Bezug auf unser Nebengewerbe im Bereich der Reisevermittlung, würden wir es eventuell mal so machen. Aber das ist dann wieder so, wie ich auch einen Kurztrip hier in Deutschland und so nicht ausschließe, weil es ja hier auch schöne Sachen gibt.
Das ist ja dann so ein Zwischending, mal so nebenbei, das ist dann in Ordnung. Aber unsere normale Kreuzfahrt würden wir jetzt nicht unbedingt mit TUI oder AIDA machen. Gerade auch so bei AIDA. Wir haben das Schiff besichtigt oder zwei Schiffe davon besichtigt. Und alleine, wenn ich so überlege, dieses Brauhaus. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche. Sowas habe ich hier regelmäßig gehabt. Was weiß ich, wenn ich nach München gefahren bin oder so, diese Bierlaune und das alles, das hat man vom Fußball zum Beispiel mitgenommen. Das ist sogar mal was, was man hier hat. Sogar hier bei uns in der Umgebung gibt es solche Brauhäuser, wo man dann mal essen kann und sowas. Das ist eben einfach das, was ich damit meine. Es ist zu sehr, wie es einfach auch zu Hause im Alltag sein kann oder an einem Wochenende sein kann. Und im Urlaub möchte ich halt was komplett anderes. Da möchte ich eben nicht Deutsch, denn von Deutschland mache ich dann ja Urlaub oder von meinem Alltag, von meinem Leben. Das Wetter ist mit ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn ich mir so die Sommer in Deutschland angucke, so die letzten Jahre. Ja, letztes Jahr war es mal so, dass wir mal so eine Woche wirklich sehr, sehr extrem hatten hier bei uns. Gut, in anderen Regionen in Deutschland hatten sie dann vielleicht mal ein bisschen länger richtig schön Sommerwetter, die anderen wieder weniger. Nichtsdestotrotz ist es so, in Deutschland läuft man immer Gefahr, dass ein Sommer sehr verregnet ist, dass das Wetter allgemein natürlich gar nicht so ist, wie wenn ich jetzt irgendwo ans Mittelmeer oder so fahre. Oder noch weiter weg. Natürlich kann ich da auch mal schlechtes Wetter haben. Wir fahren in der Regel immer erst so ab September, Oktober die Kreuzfahrten. Wir machen ja vorwiegend Kreuzfahrten, aber auch so ist es dann so, dass wir meistens so ab dann erst so richtig loslegen. Sind auch schon im November, Dezember weg gewesen. Jetzt ja Dezember und dann mit Silvester Karibik. So, und einmal waren wir auch Kanarenkreuzfahrt im Dezember. Da haben wir an Nikolaus am Strand gelegen und hatten 30 Grad. ist natürlich auch nicht immer so, ganz klar. Wir hatten auch schon Messina bei Regen und so ein Kram. Aber es war immer noch anders, als wenn es hier regnet. Und es ist eben so, da hat man es vielleicht mal. Es ist also selten so, dass dann der ganze Urlaub total verregnet ist. Und die Gefahr, die ist hier einfach größer und es ist auch einfach ganz anders. Wenn ich in der Nordsee schwimmen gehen will oder sowas, dann muss ich wirklich tagelang richtig geiles Wetter gehabt haben, damit mir das dann wirklich nicht zu kalt ist und damit das Flair dann so ein bisschen überspringt. Und deswegen, also die Wetter, einen Urlaub mit einer relativen Wettergarantie, den habe ich einfach eher, wenn ich irgendwo ins Ausland fliege. Natürlich auch, klar, kommt drauf an, wohin, aber so die typischen Urlaubsregionen, als wenn ich hier in Deutschland Urlaub mache. Ja, das Flair, die Umgebung, passt so ein bisschen zu dem allerersten Punkt. Das, was ich hier habe, habe ich relativ alltäglich. Das mag sich regional mal ein bisschen unterscheiden, aber im Prinzip ist das doch alles relativ normal gleich. Man kennt es einfach, weil man viele Regionen hier auch schon gesehen hat, erlebt hat, viele Freunde vielleicht auch verstreut, wir zumindest auch. Ja, und deshalb, wenn ich aber in Urlaub irgendwo hinfliege, dann ist da gleich ein ganz anderes Flair. Das fängt schon an, wenn ich irgendwo Sonne, Strand, Palmen, also wirklich so dieses Zusammenspiel habe. Es ist einfach was anderes, wenn ich irgendwo auf Mallorca am Strand liege oder vielleicht sogar in der Karibik, als wenn ich jetzt hier an der Nordsee am Strand liege, oder an der Ostsee. Oder ob ich jetzt in die Berge fahre oder sowas. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Ne? Alleine schon, wenn ich so gucke, oftmals hat man da ja ganz normal schön liegen mit Sonnenschirmen, mit manchmal noch hier so mit Strohdächern drauf. Cabanas gibt es teilweise, auch wenn wir die selber so nicht nutzen, aber sie stehen da, es ist ein anderes Bild, als wenn ich jetzt irgendwo dahin komme, da stehen die ganzen Strandkörbe. Ich habe nichts gegen Strandkörbe und Strandkörbe sind auch sicher schön. Wenn ich da mal ein Wochenende hingehe und gehe da spazieren, finde ich das auch ganz toll. Aber es ist eben, es ist nicht so dieses Rauskommen. Es ist so eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung auch, wenn ich jetzt irgendwo ins Ausland fliege, an den Strand, ans Meer, als wenn ich jetzt hier irgendwo urlaube. Ja, ein Punkt, der eigentlich noch wichtiger ist als die fast Wettergarantie, sind eben diese ganzen neuen Eindrücke, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse.
Das ist einfach, wie schon vorhin gesagt, es ist eine andere Welt, wenn ich irgendwo ins Ausland reise, weil eine andere Kultur, ganz anderes Umfeld, andere Sprache schon alleine, man hört so ganz andere Eindrücke. Ja, und ich weiß noch, als ich das erste Mal wirklich in den Auslandsurlaub bin, das war 2008 mit meinem Mann zusammen auf die Hochzeitsreise, auf unsere allererste Kreuzfahrt. Das war auch gleichzeitig mein erster Auslandsurlaub, richtig, weil mit meinen Eltern waren wir mal ein Wochenende auf Langeoog oder wir waren mal ein paar Tage an der Rhön. Und auch später, sonst sind wir nicht groß irgendwie in Urlaub gewesen mit den anderen Partnern, die ich hatte und auch mit meinem Mann davor die Zeit nicht. Und 2008 haben wir gesagt, jetzt erfüllen wir uns den Traum von der Kreuzfahrt. Damals hatte ich ja noch die Flugangst, bin also in keinen Flieger gestiegen. Und es ging dann mit dem Bus. Ich glaube, wir sind damals in Köln eingesammelt worden. War organisiert von MSC, also von der Reederei, mit der wir unterwegs waren. Mit dem Bus nach Genua. Mit einer Zwischenübernachtung in, ich glaube, Verona. Ich glaube, es war Verona. Ja, jedenfalls sind wir dahin mit dem Bus und je näher man so in diese Region kam, dann so die ersten Palmen auf einmal dort in der Natur gesehen hat. Die Luft wurde ganz anders, wo man raus ist aus dem Bus. Es war auch abends noch so eine bestimmte Wärme und das war toll. Also es war ein richtig schönes Gefühl damals. Es war, wie gesagt, das erste Mal, dass ich Palmen wirklich so erlebt habe. Sonst kannte ich die nur vom Fernseher, aus dem Katalog, Fotos von Freunden. Ne, und so weiter, aber ich selber habe das nie gesehen. Ja, und das war wirklich so ein richtiger Hüpfer. Und ich liebe Palmen. Ich finde Palmen einfach wunderschön. Und stell mir irgendwo einen Strand hin oder stell mir eine Palme an den Strand und ich bin glücklich, so ungefähr. Also, das war wirklich schon so. Und damals war es, wie gesagt, die allererste Reise. Und wenn ich dann gucke, in der Zeit auch, wir waren 2008 bei dieser ersten Kreuzfahrt auch unter anderem in Tunis. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich eine bestimmte Beziehung oder einen Bezug zu Tunis insofern habe, dass mein Papa da geboren und aufgewachsen ist. Er ist also Tunesier. Und da war ich halt gespannt, so diese Welt mal kennenzulernen, obwohl ich jetzt nicht unter irgendeinem Eindruck davon hier habe ich nicht erlebt, weil mein Papa war schon lange in Deutschland, als ich geboren wurde. Und jetzt, also außer dass man das seiner Optik ein bisschen ansieht oder seinem Äußeren ansieht, dass er eben nicht Deutscher ist, hat er eigentlich sehr deutsch hier mitgelebt mit uns. Von daher war das spannend für mich. Wir haben am Ende dann gemerkt, das ist nicht ganz so unsere Welt, aber es war trotzdem spannend und ich möchte diese Erfahrung um keinen Preis missen. Das ist eine ganz andere Welt als hier. Die Umgebung war auch total schön, dieses Sidi Bou Said, das ist ja so mit diesen blauen Dächern auf den weißen Häuschen, so ein bisschen wie auch Griechenland Santorin, aber dann halt noch ein bisschen anders die Atmosphäre und waren dann da durch die Medina, ne, die Geschäfte und das alles. Das sind Sachen, die hat man hier so einfach nicht. Selbst wenn es hier mal so ein Viertel gibt oder es gibt hier mal so einen orientalischen Supermarkt oder so, das kann man ja nicht vergleichen. Ne? Das ist einfach nicht das Gleiche. Und so zog sich das einfach weiter. Wir haben vieles in Europa entdeckt und wir haben auch zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Tour gemacht auf Kreuzfahrt. Das war die Heiligenlandtour mit der Celebrity Silhouette. Ich bin überhaupt nicht kirchlich veranlagt. Ich habe mit Kirche nichts am Hut. Ich bin jetzt nicht besonders irgendjemand Gläubiges, der hier jeden Tag betet oder so. Trotzdem war das so beeindruckend. Wir hatten dort eine Reiseführerin gebucht, die eben aus Deutschland ausgewandert war und in Haifa lebte, schon seit da 20 Jahren. Und die hat mit uns, also wir waren 2 Tage dort, wir haben in Aschdod gelegen und also auch über Nacht gelegen und dann haben dann 2 Tage lang mit ihr verschiedene Touren gemacht. Ja, wir sind dann halt an Stellen gewesen, Bethlehem und so weiter. Und das war, trotz dass ich überhaupt so den Bezug nicht dazu habe, irgendwie faszinierend und beeindruckend. Das haben dann im See Genezareth, mit den Füßen sind dann im See Genezareth, haben dort Fisch gegessen und so. Das kann man nicht beschreiben und das kann dir Deutschland nicht bieten. Da kann noch so jeder kommen und sagen, oh, Deutschland ist auch schön. Ja, schön, schön, nett, normal für mich. Aber ich will ja, wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich nicht nur Erholung in dem Sinne haben, sondern ich möchte auch irgendwie was Neues mitnehmen. Natürlich ist es immer so eine Gratwanderung, weil vieles ist auch sehr touristisch, das ist klar. Und auch wir sind natürlich bei bestimmten Touristen-Hotspots. Gerade mit Kreuzfahrten sagt man ja auch immer nach, man kriegt doch gar nichts mit von dem, was man da macht. Das stimmt aber so nicht ganz. Es kommt halt immer darauf an, was man dann macht und mit wem.
so jetzt, und dann kam 2018. Also ich habe 2016 dann angefangen, an meiner Flugangst zu arbeiten, weil ich gesagt habe, ja, Europa, alles sehr, sehr schön. Aber erstens ist es anstrengend, immer erstmal 2 Tage irgendwie mit Auto oder Bus unterwegs zu sein. Und zweitens ist da noch mehr. Da ist der große Traum von der ganz, ganz großen, tollen Stadt von New York. Ich fand diese Stadt immer faszinierend. Ich habe damals als Schulkind so eine Metallbox gehabt, die es damals immer gab für Stifte, und da war die Freiheitsstatue drauf. Und irgendwie hat die mich damals gepackt. Und, das habe ich aber dann ganz lange immer beiseite geschoben, weil ich gesagt habe, das kommst du eh nicht hin. Sondern dann hatten wir überlegt, mit dem Schiff dorthin zu fahren, dann dort zu verweilen und mit einem anderen Schiff wieder zurück und. Lange Rede, kurzer Sinn, wurde geldtechnisch und urlaubstechnisch hätte das nicht geklappt. Also habe ich gesagt, so, das ist mein großer Traum und ich weiß jetzt, wie toll Reisen ist, was mir das gibt. Ich arbeite an der Flugangst. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es geschafft und 2018 sind wir also in New York gewesen. Ich habe hier ja auch viele Großstädte durch. Ich habe dann auch mit dem Fußball so einiges erlebt, wo man auch mal, ich war davor schon mit dem Bus bis nach Madrid und so weiter. Aber New York, das ist wow. Also ich habe dort richtig, ich habe mehr als einmal Tränchen in den Augen gehabt, weil mich das so geflasht hat, was da war. Allein dieser Ausblick oben vom Top of the Rock auf, es liegt dir diese riesige Stadt, die funkelt, leuchtet, so belebt ist, liegt dir quasi zu Füßen. Und dann dieser Blick auf diese Freiheitsstatue, als wir dort, wir sind zuerst nur dran vorbeigefahren mit dieser Staten Island Ferry. Und haben dann erst nach der Kreuzfahrt dort dann wirklich den Abstecher zu Liberty Island selber gemacht. Aber so alleine das haben wir am ersten Tag oder am ersten Abend dann gemacht und mit dieser Fähre dran vorbei. Und ach, man merkt es jetzt schon wieder. Es ist so richtig so, das ist was, das bleibt dir. Natürlich sind solche Urlaube nicht billig. Aber wenn ich gucke, was teilweise ein Urlaub in Deutschland kosten soll, wo man meist mieses Wetter hat und so weiter. Gut, New York ist jetzt auch nicht die Stadt, wo du Traumwetter hattest. Wir hatten sehr viel Glück, muss ich sagen. Aber, ne, aber es ist einfach, ja, das sind Dinge. Ich sage mal, jemand, der sagt, das braucht man nicht. Und ach, das ist auch nichts schöner und nichts anders als hier. Und hier ist es genauso schön. Da sage ich dann immer, ja, es mag sein, dass du das so empfindest. Aber warst du denn überhaupt schon mal irgendwo anders? Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der da jetzt irgendwann mal wirklich nach New York oder sowas kommt oder in die Karibik, dass der diese Einstellung weiter hat. Es mag sein, dass er sagt, ja, das ist vielleicht sogar in Teilen schöner, aber mir gefällt der Urlaub in Deutschland trotzdem besser, weil ich habe es lieber heimelig oder was weiß ich. Das ist ja legitim und das ist ja Geschmackssache, aber einfach zu sagen, ach, das ist hier genauso schön, das andere braucht man doch nicht und das ist doch auch nichts anders und das stimmt einfach nicht, das stimmt überhaupt nicht. Und ein ganz beeindruckendes Erlebnis war dann auch jetzt zum Beispiel dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr. Okay, es war schon dieses Jahr, weil wir sind, wie gesagt, wir sind am zweiten Weihnachtstag nach Miami und waren dann im neuen Jahr dann irgendwann zurück. Da waren wir einen Tag auf Cozumel, haben uns dort auch im Internet dann einen Tourguide bestellt, beziehungsweise haben uns da angemeldet für eine Inselrundfahrt. Das ist Leon Tours gewesen, kann ich hier auch gerne sagen. Die empfehle ich sehr, sehr gerne weiter. Also wir werden die auch wieder buchen, wenn wir nochmal Cozumel kommen, werden wir uns noch was angucken und werden wieder diesen Touranbieter nehmen. Es kam ein Guide, der war sowas von lieb und nett, der brachte so diese ganze tolle mexikanische Art so mit sich, dieses Lockere. Wir sind dann mit so, er ist mit so einem Käfer voraus, einem Käfer umgebaut als Cabrio, total durchlöchert. Das sah aus, das Ding. Da hätte hier in Deutschland hätten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das Ding hättest du höchstens noch im Schrott bringen dürfen. Ansonsten keine Ahnung, wie lange Führerschein oder sowas weg wäre, wenn man dich damit erwischt hätte. Es war mega lustig. Es war so eine tolle Tour. Und er hat uns dann, also wir sind dann eben auch so in Strandgebiete gewesen, wo jetzt viele Einheimische sind, wo es jetzt nicht ganz so touristisch war. Wir haben uns so ein Maya-Dorf noch angeguckt. Natürlich ist das auch darauf ausgelegt, dass da Touristen kommen und sich das angucken. Aber erstens waren außer wir niemand da. Nach uns kam noch ein Pärchen, die mit wem da waren.
Und zweitens warst du, das ist aber wirklich sehr, sehr schön. Das zeigte, wie da einige auch noch leben, wenn auch nicht in diesem Dorf selber. Wir haben dann, die haben dort für uns Schokolade selber gemacht. Also er hat richtig aus Kakaobohnen, hat das dann mit der Hand dort gemacht. Wir durften die probieren. Dann hat seine Frau hat da in so einem Zelt, in so einem typischen Dinges, hat sie in so einer Schale auf offenem Feuer so richtig tolle hier diese Fladenmäßige gemacht mit selbstgemachten Soßen. Wir konnten das probieren. Das sind eben so Eindrücke, das sind Sachen. Wir gehen hier auch gerne mal zum Mexikaner, aber das schmeckte ganz anders. Also das ist einfach so. Auch der Tequila da oder wir haben dort an dieser Bar, an einem Strand haben wir eine Bar gehabt, wo wir Mojito bekommen haben und der war so großartig. Also von daher kann ich nur sagen, ist mit nichts zu vergleichen. Man erlebt da einfach Dinge, die hier nicht erlebt werden können. Ja, und das alles sind für mich Gründe, warum wir never ever den Urlaub in Deutschland verbringen würden. Wir haben jetzt schon wieder Alternativüberlegungen, falls das mit der Kreuzfahrt nicht klappt oder falls die Einreise nach Miami nicht gestattet wird seitens der USA. Und von daher für uns steht fest, wir werden wieder in die Ferne schweifen. Wenn es dann nur irgendwo Europa wird, ist es auch okay. Aber Hauptsache Sonne, Strand und Meer. In diesem Sinne, egal wo ihr Urlaub machen wollt, genießt ihn einfach, aber seid vielleicht auch mal offen für was Neues oder aber lasst einfach die anderen wirklich diesen Urlaub haben und versucht dann nicht immer zu belehren, dass man doch besser in Deutschland bleiben könnte, denn das ist für viele eben einfach nicht so. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.